Das ist die silberne Stahlkugel, um die sich in Echzell in der Wetterau im Juni alles dreht, bei der Flipper-WM. Die 80 besten Flipperspieler der Welt sind dann hier in der Wetterau und spielen an Freddys Pinballs. Mal an den ganz alten, mal an den brandneuen Star Wars, Dinos und ganzen Roses. Die teuersten Flipper kosten hier 25.000 Euro in der Grundversion. Die Flipper werden gerade gecheckt für die WM, Kontakte, Lämpchen, Sounds und sie werden giftig gemacht. Heißt, sie werden extra steil aufgestellt, es gibt keine Extrabälle, die Spielfläche wird freigeräumt und der Flipper tilt schon beim Husten. Na dann, los geht's.